Der Film versucht, Dimensionen des Menschen wahrzunehmen, zu entdecken, zu präsentieren auch. Empfang für Kirche und Film? Er ist Ausdruck einer Beziehung zwischen der Kunst des Films und den Filmschaffenden und der Kirche. Ich glaube, hier kommen Sichtweisen zusammen und Verstehensweisen. Wir lernen als Kirche sehr viel vom Film. Über die Fragen der Menschen, über die Nöte, über die ungelösten, offenen Fragen, auch über die, die überhaupt nicht religiös gebunden sind. Ich finde das sehr bereichernd, das Gespräch. Die meisten Menschen machen sich ein Urteil über die Kirche nicht, weil sie am Sonntag in den Gottesdienst gehen, sondern weil sie Fernsehen schauen. Und die populärsten Sendungen sind Nachrichten, Talkshows und Filme. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Kirche gute Filme fördert, in denen Werte transportiert werden. Genauso wichtig, wie es früher wichtig war für die Kirche, Michelangelo oder Caravaggio oder wen auch immer zu unterstützen. Weil Film einfach das umfassende Medium ist, wo man nicht nur jetzt Kirche als Einrichtung zeigen kann, sondern auch, was der christliche Glaube ist. Da meine ich, gibt es kein vergleichbares Medium, das das leisten kann, was der Film hier leisten kann. Film verhandelt sehr viele Themen, die mehr Menschen dadurch erreichen, als wir das jetzt noch mit unseren Gottesdiensten vielleicht manchmal schaffen. Und nichtsdestotrotz schaffen es beide in der ärgsten Not, in der man manchmal steckt, individuell als Mensch, einem Trost zu spenden, einem einen neuen Weg vielleicht aufzuzeigen.